Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir immer gleich. Ja, Leute, wir schauen hier in Mamas Album und Garnischatulle erstmal rein. Da haben wir dann den Mythic Stewie, von dem halte ich nach wie vor nicht so viel. Also zumindest mal nicht in der Schatulle. So, dann haben wir hier Tapped of Wine. Neue Tireboxmit Tapped of Wine, LARP. Bartenders Not Klaus Heisler, Beer Tasting, Beer Festival, Hank Hill, Dinner, Wine, Bob, Lobrau und Bierwasser und der Weinschuh. Lass uns mal schauen, wie weit kriegen wir denn in Dinner, Wine, Bob. Das ist wieder eine Pre-Combo. Die ist mit Sicherheit dann, oh, 55. Wow. Und wie viel Leben waren das jetzt eben gerade gewesen? Jetzt muss ich dann mal schauen. Ach, Leben. Angriffspunkte. 14. Das heißt also, momentan hätte der dann noch 7-fach Blutsauger und 7-fach Gas mit hinzu zu den aktuellen Werten. 55 Leben, das ist durchaus nicht schlecht. Also muss man ehrlich sagen. Beer Tasting habe ich auch noch nicht gesehen. Müssen wir mal ganz kurz reinschauen hier. Beer Funnel Peter. Party All Time. Church Wine Drunk. Ja, sind wieder die üblichen Kombos, so wie ich das erkennen kann. Whiskey Bartender ist jetzt hier nichts. Rooftop Drunk ist jetzt hier nichts. Tapped of Wine. Okay. The Beer Helmet. Eierflip Roger. 5 AM Wine. Aber ansonsten sind das eigentlich die normalen, üblichen Kombos, die man aktuell so da drin hat. Also, dann gehen wir mal in die Gegenstände rein und schauen uns mal an, was haben wir denn da momentan für Kombos. Da haben wir als allererstes eben die Topped of Wines, haben wir eben gerade ja schon gesehen. Wir können uns trotzdem mal das Ding ein bisschen genauer anschauen. Topped of Wine. Ja, und das ist folgendes hier. Das ist diese da. Gucken wir mal hier rein. Kommt mir. Ja, perfekt. Nein, so wollte ich das nicht haben. Warum ist das auf einmal so jetzt? Das hier. Das wird jetzt richtig sein. Genau. Also, da haben wir hier die Stan. Den Stan. Und Beer Tasting. Oh. Mint Julep. Dinner Date. LARP. Bartender. Snot. Beer Festival. Wodka Bier. Wein Trio. Braubier. Beer Tasting. Mint Julep. Also das sind wir die gleichen. Wir sind ja schon hier bei der Mythic Version. Ja, was kommt auf der rechten Seite raus? Wir haben hier Blutsauger, wir haben Entführen und wir haben Leben, wenn eine Combo gespielt wird. Also Leech, Hijack und da unten diese Leben. Das ist schon nicht schlecht, ja. Definitiv. Gucken wir in die nächste Combo rein. Das ist die Dinner Wine Bobs. Und das ist das hier. Dinner Wine Bob. So, das ist diese hier. Ein Bob, Beer Toasting, Mint, Julep. Dann haben wir hier unten den Bob. Also wir gehen gleich in die Mythic-Version runter hier. Bob, Beer Tasting, Mint, Julep, Dinner, Date, Front, LARP, Bartender, Snot, Beer Festival, Wodka, Bier, Wine Trio, Welcome Mojitos, Oktoberbrau und Thunder Cocktails. Definitiv einiges hier zur Auswahl. Auf der rechten Seite kommt dann raus Bodyguard, Entführen und Revanche und davon gar nicht wenig. Also hier lohnt sich auch so eine Combo Mastery auf jeden Fall. Das ist schon mega stark eigentlich, ne? So, dann gucken wir uns hier die Church Wine Drunks mal an. Church Wine Drunks, was kann die denn überhaupt? Church Wine Drunk. So, das ist jetzt folgende Combo.
Nieder. Ist mit einer Lois. Normalerweise müsste das Dewey auch mit dabei sein, oder? Nee, ist nur Lois Griffin. Mit Beer Festival, LARP Bartenders Not Dinner, Datefront Mint Julep, Beer Tasting, Absinthe, Kleins Bier, Malteser Likör, das sind nochmal die alten Combo-Karten mit dabei, Thunder Cocktails, Wine Bucket, Welcome Mojitos, Jellybean Schnaps, Wodka Bier, Wein Trio und Braubier. Und auf der rechten Seite kommt eben raus viel Gas, Lähmen und Angriffspunkte, wenn eine Combo gespielt wird. Ja. Also das definitiv stark. So, dann haben wir hier Strip Club Beers. Also es ist schon echt nicht schlecht. Du. Strip Club Beers. Bier. Und das ist dann das hier. Kann man jetzt leider nicht so schön sehen. Da fehlen die Bilder noch mit Bier. Geh mal runter zum Hank Killing. Den können wir in der Situation jetzt auch mal gleich hier maxen, weil ja, oh, ist ja eine legendäre Version. Beer Tasting Mint Julep. Dinner Date Front LARP Bartenders Not Beer Festival. Spring Break Shots, Wine Trio, Jellybean Schnaps, Malteser Likör und Thunder Cocktails. Und da kommt die rechts raus mit Entführen, Leben und Motivieren. Also eben, wenn Kombo gespielt wird. Auch wieder starke Werte. Es hat alles jetzt momentan ein bisschen mehr auf Defensive ausgelegt, aber nichtsdestotrotz, diese Karten tun auf jeden Fall weh. Whisky Bartender. Whisky Bartender, hier eine Klaus Heißler Combo. Das ist diese da. Da kann ich eigentlich auch schon gleich mal. Also ich habe schon gemaxt, okay. Gehen wir mal runter. Auch wieder unendlich viele Kombo-Möglichkeiten. Beer Festival, LARP, Bartenders Not, Dinner Date Front, Mind Chulep, Beer Tasting, Personalized Beer Max, Lubeck. Oktoberbrau, Wine Bucket, Thunder Cocktails, Wodka Bier, Wine Trio, Braubier, Kleins Bier, Welcome Mojitos, Party in a Beer Tank und Spring Break Shots. Der Spring Break Shots war jetzt bis jetzt bei den ganzen Kombos noch nicht wirklich dabei gewesen, auch Party in a Beer Tank noch nicht, ich glaube auch Welcome Mojitos nicht. Mauer, Entführen und Bodyguard, auch wieder defensiv, aber auch nicht schlecht. Also die ganzen Kombos hier und dann natürlich Chef Cat Binge ist natürlich eine meiner Favorites, weil spiele ich auch unheimlich gerne in den Rumbles. Ich zeige euch gleich warum. So, hier erstens ist es eine Tina-Kombo und ihr wisst, ich habe die Tina mit im Deck. Und dann hast du hier auf der rechten Seite eben Gas, Blutsauger. Und durch den Blutsauger heilt die sich halt immer wieder hoch. Und die Gasattacke ist halt auch schon sehr, sehr stark mit 20, über 20 Angriff. Auch hier, auch wie unendlich viele Kombo-Möglichkeiten. Beer Festival, LARP Bartenders Not, Dinner Date Front, Mint Julep, Beer Tasting, Personalized Beer Mug, Kleins Beer, Slubeck. Jellybean Schnaps, Oktoberbrau, Party in the Beer Tank, Wodka Bier, Braubier. Ja. Und dann sind wir da unten bei der Mythic Version. Das wäre schon schön, wenn man die hätte. Aber gut, das kriegt nun mal leider nicht jeder. So, dann sind wir da auch schon soweit durch. Jetzt gucken wir mal hier in die Info rein. Wie sieht es denn überhaupt aus? Auch hier wieder. Bis Tier 2 definitiv hier schon mal 3 Puls. Kriegst zweimal diese Dinner Wine Bob, die, wie wir ja gesehen haben, sehr viele Leben hat. 600 legendäre Steine, Forschungsbeschleuniger, Gigiwatts. Ja, Tapped of Wine, da müsste man schon ganz schön viel rein. Ballern, ne? Also das würde ganz schön teuer werden. Super Mythic Stones 150,
75, 50, 25. 225, 250, 300 Super Mythic Stones kann man bekommen, wenn man das Ganze komplett nimmt hier. Ja, diese beiden Teile sind günstiger als eben eine normale Sonderangebotsbox und du kriegst eben deutlich viel mehr bei raus. Also, ich sag mal, diese Topped of Tire Box ist auf jeden Fall ein Pull wert. Dann haben wir hier den Dr. Zoidberg. Für alle, die den aktuell noch nicht voll haben, Leute, greift zu. Das Ding ist mega geil. Betrunken im Clam Beer Festival, Thunder Cocktails und McGriffin. Absolut Hammer. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt habe. Video kommt dazu auch noch. Ja, dann sind wir auch schon in der heutigen Meisterschaft angelangt. Hier vorne natürlich eine absolute Mega-Perle, ne? Der Devil Hank. Das Ding ist einfach nur krank. Ja? Also Devil Hank ist übel. Das Ding maxen wir mal. Aber war jetzt auch schon mehrfach drin gewesen. Ich vermute, also diejenigen, die dafür reinpayen würden, die haben den bereits schon komplett auf 3 Kronen, bin ich mir ziemlich sicher. Alle anderen, 500 Gems ist halt echt viel. Aber das Ding ist halt ein absolutes Monster. Ne? Hier mit Rogers Kleiderschrank, Book of Spells, Scary Mask, Witch-Kostüm und Stan's Haunted House und das, was auf der rechten Seite rauskommt, ist halt echt krank, ne? Du hast den Blutsauger, du hast Gas und du hast Punch und davon halt echt viel. Und wenn du da 10% draufrechnest, dann lohnt sich das. Und wenn du da 20% oder 30% draufrechnest, dann lohnt sich das noch mehr. Also die Leute, die ja 3 Kronen drauf haben, überleg mal, 30% da drauf, dann wärst du bei 27 Punch, dann wärst du bei 29 Blutsauger und bei 29 Gas. Und ich vermute mal, dass du sogar bei 35 Angriff bist und 70 Leben. Ich schätze, dass es 70 Leben dann sind, ne? Ja. Also, das Ding ist ein absolutes Megamonster. Aber, wie gesagt, ich vermute, dass das jetzt nicht mehr viele kaufen werden, weil diejenigen, die es kaufen würden, die haben den bereits voll. Baby Quagmire ist unfassbar schlecht, also ich kann euch tatsächlich nur davon abraten, diese Combo überhaupt zu erforschen. Ja, warum rate ich euch dazu, eine Combo nicht zu erforschen? Also hier, wenn ihr einen Quagmire habt, bitte macht das nicht. Erforscht ihn nicht mit dem Questronauten-Kostüm, nicht mit dem Bunny-Kostüm und nicht mit Rogers Kleiderschrank. Ich erkläre euch auch warum. Guckt euch mal den Quagmire an. 8er Bombe, 17-fach Blutsauger, 15-fach Gas. Auch der Kleiderschrank. Ja, mit dem Kleiderschrank kann man schöne Sachen machen. Devil Bobby zum Beispiel. Oder eben auch ein Devil Hank. Ja. Und dann habt ihr eine Automatik. Und die Automatik von dem Spiel ist nicht wirklich clever. Das muss man so sagen. Und ich habe es auch schon gesehen, dass der Gegner dann plötzlich ein Baby Quagmire gespielt hat. Und dann lachst du dich natürlich schlapp, weil das Ding, das hat ja nichts mehr. Da, wenn wir da in die untere linke Ecke schauen, da ist nichts mehr an Effekten, das ist alles weg. Da ist der Quagmire alleine schon besser. Und man freut sich, wenn diese Combo eben von der Automatik gespielt wird. Ja, das ist dann ganz toll. Damit das nicht passieren kann, dürft ihr eben diese Combo gar nicht erst erforschen. Dann habt ihr den Kleiderschrank für andere Combos und dann habt ihr den Quagmire für andere Combos. Und oder auch alleine, ist er ja schon stark hier. Aber tut das nicht. Ja, das Ding, das ist wirklich die letzte Mega-Rotze. So, dann haben wir hier den Umpower. Oder den Umpower. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ausgesprochen werden soll. Und das ist eben ein Boomhauer mit
Boah, hier so eine Platzball und dann hast du rechts eine Mauer und dann hast du Revanche und dann hast du Schild und das ist, boah, nicht schlecht, aber ich würde es jetzt nicht haben wollen. Also zumindest dafür keine 1000 ausgeben. Ja, als letztes Swordfighter Francine. Auch die schauen wir uns an. Swordfighter Francine ist hier mit zwei absolut geilen Karten, die beide grau sind, mit Fukinawa und mit ja, der Waffe. Und dann kommt da die Swordfighter Francine raus und das ist, wie man sieht, ein Witz. Also, unter Umständen könnte eben der Umpower. Also, was kann man jetzt sagen über die heutigen Kombos? Wir haben zum einen eben hier den Umpower, der für den einen oder anderen eventuell interessant sein könnte. Muss jeder für sich selber wissen, ob er da, wenn er den Mythic Boomhauer hat, ob er da was reinpulvern will. Devil Hank. Absolute Perle, ja, das ist eine der stärksten Kombos des ganzen Spiels. Ja, wenn, also ich gehe wie gesagt davon aus, dass alle, die dafür bereit wären, die 500 Gems reinzupayen, dass die den bereits voll haben. Insofern glaube ich kaum, dass Kongregate an diesem Angebot viel verdienen wird diesmal. Weil er war schon oft genug drin und ich habe ihn schon mehrfach mit drei Kronen gesehen. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Da freu ich mich auf jeden Fall und damit helft ihr uns auch. Ja. Je mehr Kommentare und je mehr Likes, je mehr Reaktionen von euch kommen auf die Videos, desto besser werden unsere Videos natürlich dann auch gerankt und dann kommen wir auch weiter nach vorne. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Medium gleich. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis dann und tschüss.